Willkommen zurück. Ich war jetzt am Ende vom letzten Video ein bisschen verwirrt vom Spiel, aber wir übergehen das jetzt einfach mal und machen einfach weiter. Ich habe ein neues Ziel gesetzt, das ist Akashima. Wir sind jetzt schon hier unterwegs. Ich rufe jetzt einfach mal direkt mein Pferd und wir reiten mal los ins Gewitter hinein. Hier ist ja alles so recht zerstört. Da war Los jetzt, tatsächlich Lobo! ein Bambusstand, den ich noch nicht abgeschlossen hatte, aber naja, egal. Hier ist jetzt schon wieder der Vogel. Boah, flieg doch wenigstens dahin, wo du hinfliegen willst, ey. Geht mir manchmal auf den Keks. Irgendwas ist da oben. Preisfrage. Wie kommt man da hoch? Okay, ich glaube, er meinte das. Irgendwie auch cool. So. Oh. Eine Blume. Boah, hier hat die Welt jetzt was mega atmosphärisches und unheimliches gerade. Vor allem, wenn man hier so in dem Gewitter lang reitet. Dann hängen hier die Leichen von den Bäumen. Krass. Ja.
bin ich! Ja! Ja, Jingo! Es wird gerade alles ganz fremd und unheimlich und so, als ob ich wo völlig anders bin als die ganze Zeit. Das ist irgendwie fast schon beängstigend. Sowas näher. Die waren gar nicht mal so einfach. Oh, warum ist denn das Pferd immer sonst wo? Ja. Wir sind ein gutes Team. Lorio ist hier, aber keine Spur von anderen Menschen. So, was hält denn diese auch wunderschöne Stadt für uns bereit? Die Invasoren werden unsere Arbeit hier nicht aufhalten. Fürst Sakai! Lorio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Boah, sieht das geil aus, ja. Ah, hier gibt's auch so einen Geschenkealtar. Cool.
schon eine ganze Weile her, dass ich den Screenshot ausgelöst habe, aber die PS4 hat jetzt eine Weile gebraucht, um das zu verarbeiten. So, dann machen wir einfach mal diese Mission hier. Fürst Sakai, Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Hochi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten wäre sich wert. Unterwerfung belohnen. Kotons Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Das ist ein guter Plan. Sie dürfen den Mönchen nichts antun. Sie sind Heiler. Die Mongolen werden sie am Leben lassen. Diesen Invasoren traue ich ehrlich gesagt alles zu. Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Große Preisfrage, wo finden wir denn Spuren? Wie kann ich euch helfen? Bis bald. Hier geht's los. Hier sind Spuren. Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt. Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. War euer Bruder gewalttätig? Nein, aber schon immer furchtlos. Als ich noch klein war, schikanierten mich die Jungs in meinem Dorf. Das muss sicher schon lange her sein. Viele Mahlzeiten her. Einmal stopften sie mich in einen Hirsesack und wollten mich in einen Baum hängen. Enjo tat so, als wäre er ein Dämon, der in den Ästen sitzt. Sie taten mir nie wieder etwas. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne Hass. Da sind sie. Das hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Chiharu!
Mist. Denn das? So, sorry, ich habe mich gerade ein bisschen noobig benommen hier. Puh. Der Samurai, der wieder auferstanden ist? Ist Hochi bei euch? Hochi? Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße. Norio, ihr lebt. Zurück, alle Mann. Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio, sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel. Fürst Sakai, warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat Sie verärgert? Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Okay, das war schon die Geschichte. So, ich würde gerne dem Vogel jetzt nachreiten. Hör mal auf, mich so aus dem Spiel zu ziehen, bitte. So, und los. Das Flüchtlingslager. Sensei Ishikawa wollte mich hier treffen. Er ist nicht hier. Vielleicht hat ihn niemand gesehen. Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Sollte mir echt mal mehr solche... Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Solche Raubtierfälle besorgen. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Oh.
Das ist auch cool. Eine Ehre, euren Kampf zu unterstützen. Ich helfe immer gern, mein Herr. Möchtet ihr sehen, was ich habe? So, hier kann man direkt diese Geschichte starten. Ich mach das einfach mal. Ich suche einen Samurai, einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Hört man es doch schon, ja. Sensei Ishikawa hat Ärger. Heiler. Ja, Sensei, ne? Jetzt da sitzen. Ich hab dich doch schon gesehen, mein Schatz. Haltet den Kopf und... Ui. Ihr seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunde. Ich erledige das. Das war perfektes Timing. Ach, komm schon. Schlecht, Sakai. Finde ich auch. Haben wir ganz gut gemacht. Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Ach, hier steht's ja. Das ist ein braves Pferd, Noro.
Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hironori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Was ist das dort vorne? Sie jagen zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie davor gemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Wieder einmal Tomoes Werk. Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Dem Bogen, das stimmt. Doch nicht dem Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeil Kopffleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in ihr sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Wir sind fast da. Wir machen es wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Einen Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Ich höre sie. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald ihr angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. Ah!
eine tolle Hilfe mit ich dem Gegner da oben. Ich habe mich im Hokaneda nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher? Sehen wir uns um. Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan. Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. So, ein Technikpunkt. Und mit jetzt diesem Blick auf die Karte auch verabschiede ich mich für heute erstmal von euch. Und werde dann, glaube ich, zunächst mal diesen Schrein hier in Angriff nehmen, den wir da unten sehen. Weil das auch immer eine ganz spannende Aufgabe ist. Und bis dahin, dann ciao.